Hallo und herzlich willkommen zu Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch, dass ich wieder was präsentieren darf, denn in den Zeiten ist es nicht so ganz einfach. Die Lieferketten sind doch hier und da nicht so, wie wir uns das ganz gerne vorstellen würden. Und deswegen bin ich froh, dass ich wieder Ware zum Präsentieren habe. Heute von Belenka. Da ist es schon, heute von Belenka. Belenka ist ja eine Firma aus Tschechien, die in der Slowakei produziert. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist die Inhaberin, die heißt Lenka, fragt mich jetzt nicht, ob mit Vornamen oder mit Nachnamen. Sie hat wohl eine Behinderung, hat sich aber zu den Paralympics gekämpft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man soll also stark sein wie die Lenka, also be like Lenka, könnte man sagen, sei wie Lenka. Und ja, da schauen wir uns mal einen neuen Schuh an. Jetzt muss ich aber gleich einen Disclaimer abgeben. Ich wollte eigentlich einen schönen, tollen, bunten Schuh präsentieren, den wir wirklich recht gut schon letztes Jahr verkauft haben, nämlich in Farbe Senf, in Mustard, also gelb. Jetzt arbeite ich aber hier mit dem Greenscreen und das würde bedeuten, dass dieser Schuh nicht so gelb rüberkommt, jetzt hier im Video, wie er in Wirklichkeit ist. Also sorry dafür, das habe ich nicht beachtet. Also die Bilder, die ihr im Internet seht, das ist die richtige Farbe und hier kommen wir jetzt zu einer anderen Farbe. Ich nehme ihn zum ersten Mal raus und ja, ich werde mir auch erst, wenn ich den Film schneide, ansehen können, in welcher Farbe er jetzt tatsächlich rüberkommt, aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen ein Orange sein. Das hatte ich nämlich schon mal das Problem und leider habe ich das nicht berücksichtigt. Ja, zwei Paar Schuhe sind drin. Es gibt ihn also für rechts und für links. Es gibt ihn für Damen und für Herren. Er hat einen roten Schnürsenkel. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es auch noch einen anderen Schnürsenkel? Ist da vielleicht irgendetwas Zweites drin? Das tun wir mal hier hin. Nein, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Okay, liegt vielleicht was. Ah, da, da. Es wird ihn also mit zwei Schnürsenkeln geben. Finde ich auch ganz gut in Gelb, falls er in Gelb sein sollte hier bei euch. Also, falls er in Gelb rüberkommt, er hat einen roten Schnürsenkel und einen beige Schnürsenkel. Und die Kombination mit Beige und dem Gelb schaut wirklich sehr schön aus. Okay, das also dann zu dem Schuh. Den lassen wir mal hier stehen und jetzt kommen wir zu diesem Schuh. Also zunächst mal, die Sohle ist bekannt. Das ist also hier die altbekannte Sohle von Belenka. Ich glaube, die ist so ziemlich unter jedem Modell drunter. Dann haben wir hier zwei Hangtags. Was sagt das? Das ist ein Schuh, den man das ganze Jahr übertragen kann. Handmade, ja, das sind die meisten. Und Made in EU, haben wir auch schon gesagt. Icon heißt das Modell. Wir haben einige Icon-Modelle. Da kommt auch noch so ein schöner Jeans-Farbton von Icon. Mal gucken, dass ich den vielleicht, den hätte ich nehmen sollen, aber naja. Okay, Schnürsenkel. Schnüren können wirklich nicht viele, muss ich sagen. Die meisten machen zwar einen Senkel, der schön aussieht, aber der komplett unpraktisch ist. Man muss nämlich beim Schnüren, das könnt ihr euch vielleicht mal merken, wenn ihr die Schnürsenkel einfädelt, dann müsst ihr hier bei diesen Löchern von innen nach außen gehen. Die meisten gehen von außen nach innen. Sieht schön aus, ist aber unpraktisch, weil er nicht so schön sich ziehen lässt. Der Schuh ist breit geschnitten. Der Schuh ist ausgestopft mit einem Papier. Schmeißt es einfach nicht immer weg, dieses Papier. Nutzt das, wenn ihr den Schuh getragen habt, zum Ausstopfen der Schuhs. Gerade wenn er innen drin ein bisschen feucht geworden ist. Mit den Füßen treibt man ja Sport. Wenn man Sport treibt, wird der Muskel warm. Wenn der Muskel warm ist, wird geschwitzt und die Fußfeuchtigkeit muss ja irgendwo hin. Dieser Schuh ist auch sehr schön. Mal gucken, ob man es sehen kann. Der Schuh ist gefüttert. Der Schuh ist ledergefüttert. Also natürlich nicht warm gefüttert. Der Schuh ist ledergefüttert, auch hier unten drunter. Nein. Der Schuh ist bis hier vorne hin gefüttert und der ganze hintere Bereich ist gefüttert, aber das hier ist ein Stoff hier oben. Also hier hat der Schuh von unten gesehen innen einen Stoff und der Rest ist Lederfutter. Das ist ein Schweinsleder. Gut, kann man machen.
erfüllt seinen Zweck. Natürlich gibt es andere Leder, die wertvoller sind. Aber dafür hat dieser Schuh natürlich auch einen fantastischen Preis. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, es erfüllt seinen Zweck. Das heißt, wer keinen Stoff im Schuh haben möchte, weil der Stoff natürlich auch viel Feuchtigkeit saugt, der ist mit diesem Lederschuh hier und mit diesem Lederfutter vor allen Dingen auch ganz gut aufgehoben. Und vor allen Dingen ist es auch natürlich eine ganz angenehm, aber das ist natürlich eine persönliche Sache. So, die Sohle ist nicht zum Herausnehmen, die Sohle ist fest. Also die Innensohle ist fest, die Laufsohle, würde ich mal schätzen, sind so ungefähr 4 mm. Belenke gibt uns leider keine Weiten an, aber dieser Schuh ist wirklich extra weit geschnitten. Also das kann ich, glaube ich, sagen. Der liegt zwischen weit und extra weit. Also da haben die Füße ordentlich Platz und können vernünftig arbeiten. Er ist, sagen wir mal, vielleicht 2 cm höher als ein herkömmlicher Halbschuh. Das heißt, er geht so ein bisschen an den Knöchel. Aber dadurch, dass der Schuh hier hinten ein Polster hat, wenn wir mal gucken, ob man es noch mal sehen kann hier, das ist also wirklich das Polster, lässt sich ordentlich zusammendrücken. Also da braucht man im Grunde kein Problem haben, dass einen das stören wird. Ganz im Gegenteil, wir sind zwar keine Einlagenfans, das sollten die Barfußfans mittlerweile wissen, aber es mag durchaus Situationen geben, wo man eine Einlage oder eine Unterstützung braucht, zum Beispiel wenn man einen Unfall hatte. Ich muss sagen, wir haben auch eine Mitarbeiterin, die durch eine Infektion solche Probleme hinten an der Achillesferse hat, dass sie kaum noch flach stehen kann. Sie braucht also eine ganz, ganz kleine Erhöhung innen drin. Und das ist natürlich bei den Schuhen, die hier etwas höher geschnitten sind, da passt so eine Erhöhung also auch noch wunderbar rein. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht bei Halbschuhen teilweise nicht. Da schlupft man nämlich hinten rein. Ja, apropos Schlupfen. Der Schuh hat 3 Ösen. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob die Ösen in 46 auch nur 3 sind oder ob grundsätzlich nur 3 Ösen da sind. Aber auf alle Fälle ist es so, dass dieser Schuh 3 Ösen hat, schön mit den roten Schnürsenkeln. Wie gesagt, es gibt ein zweites Paar Schnürsenkel dazu. Und er ist natürlich weich, bequem, beweglich, hat auch keine Kappe hier vorne. Also das ist wirklich ein ganz toller Schuh. Und wie ich immer sage, macht das bitte nicht zu Hause mit euren anderen Schuhen. Also ein schöner Schuh, sehr leicht, muss ich sagen. Das Gewicht, das werde ich euch unten noch reinschreiben, beziehungsweise unten ins Video. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Wasserabweisungstest. Ich habe sie schon, die Spritze, noch nicht im Arm, aber zumindest schon mal in der Hand. Und da ist auch kein Impfstoff drin, sondern lediglich nur Wasser. Und deswegen nutze ich das immer, diese Spritze. Als ich damit angefangen habe, gab es noch gar nicht diese Diskussion über Spritzen. Oh, schaut mal hier, das ist doch wunderbar, wie die Tropfen hier abperlen. Mal gucken, ob ich sie zum Stehen bringe. Da ist ein Tropfen. Das ist also der Schuh ist wirklich sehr, sehr toll imprägniert, muss ich sagen. Bleibt auch nichts über. Ich weiß gar nicht, ob ich den Tropfen zeigen kann. Sofort ist er runtergefallen, runtergerutscht, runtergeflossen. So, also ein wasserabweisendes Material. Und was bei einem Nubuk-Material, das hatte ich glaube ich noch gar nicht gesagt, das ist also ein Nubuk-Material, das heißt ein angeschliffenes Glattleder. Und was bei diesem angeschliffenen Glattleder, also bei diesem Rauleder besonders gut ist, er ist sehr, sehr pflegeleicht. Das heißt, ich kann ihn sprühen natürlich, imprägnieren sollte ich sowieso immer wieder machen. Wir haben wunderbare Sprays bei uns im Programm, also bitte sprüht auch den Schuh im Sommer ein. Denn dieses Spray ist nicht nur, macht den Schuh nicht unempfindlicher gegen Feuchtigkeit, sondern auch ein bisschen unempfindlicher gegen Staub und solche Dinge. Und das zweite ist, den Schuh kann man auch mal abreiben mit einer Bürste. Nicht unbedingt mit der Bürste, die ich euch schon einige Male eingeblendet habe. Die ist wirklich mehr so für Velour-Leder. Das ist noch ein bisschen grobporiger, sondern benutzt eine ganz normale Bürste, eine Latexbürste oder da gibt es so verschiedene Bürsten im Schuhhandel. Auch ein Radiergummi, gibt es spezielle Radiergummis für diese Leder, kann man hier mal nutzen, wenn man sich da einen Fleck einen Fleck drauf gemacht hat, indem man irgendwo gegengestoßen ist oder so. Also ein wirklich toller Schuh von Belenker.
das Modell Icon. Wir haben das in verschiedenen Farben. Und ja, wenn euch diese Information gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal. Auch das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Servus, ciao.